Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring und dem letzten Versuch, diese Aufnahme irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich habe es jetzt das dritte Mal. Das ist das dritte Mal, dass ich das probiere und es ist beide Male abgestürzt und ich habe beide Male den Rechner komplett neu hochfahren müssen. Ich habe keine Ahnung, was gerade mit Elden Ring los ist, aber es regt ziemlich auf. Wir waren hier stehen geblieben bei Einsel und wir werden Einsel ja, versuchen abzuschließen in der nächsten Zeit tatsächlich, würde ich mal sagen. Denn so vom Level her würde ich durchaus schon sagen, dass wir in der Lage sein sollten, das zu schaffen. Alle platzierten Markierungen werden entfernt. Jetzt hat er halt alle entfernt, ne? Und das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, dumm. Aber ich weiß halt nicht, wie ich eine einzelne Markierung entfernen kann. Jetzt ist es so, wir werden jetzt versuchen, dem einzigen Pfad zu folgen, von dem wir noch wissen, dass es da irgendwie weitergeht. Und das ist dieser hier. Drachenblutsoldat von Nox Stella. Ob es dort einen Weg irgendwie runter gibt, es wäre schön zu wissen. Schön zu erfahren. So, hier geht es offensichtlich nicht weiter. Aber hier hinten haben wir zumindest eine Idee bekommen davon, wo es weitergehen könnte. Denn da war ja zum Beispiel auch unten ein Ort der Gnade, den wir gesehen haben. Das war, glaube ich, von hier drüben aus. Ihr habt da unten. Ich nehme an, dass man das nicht überlebt. Nee. Das kann nicht der richtige Weg sein. Das kann nicht der Weg sein, den wir gehen sollen. Wie kommen wir aber dann weiter, wenn nicht hier? Der ist immer noch extrem creepy. Hier hatte ich vorhin geguckt bei Versuch 1 dieses Videos. Da war nichts. Da konnte ich nichts erkennen, wo man hätte lang gehen können. Auch wenn das eingezeichnet ist auf der Map. Äußerst verwirrend. Okay, dann machen wir nochmal was anderes. Versuchen noch mal was anderes. So, wir werden erstmal an den allen vorbeirennen. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Also bei dem letzten Versuch dieser Aufnahme. Bei dem ersten Versuch hatte ich was gelootet, was ich jetzt natürlich nicht mehr looten kann. Weil es weg ist. Und zwar war das hier, glaube ich, ein Schmiedestein. Und hier oben auch. So, und wenn wir jetzt hier hochgehen, weiß nicht, vielleicht ist das über uns, was ich suche. Theoretisch wäre es denkbar, dass es über uns ist, aber wie komme ich da hin?
Wie kommt man da hin? Okay, so nicht. So, jetzt sind wir wieder auf der Plattform. Kommt man von hier irgendwie weiter? Da oben ist sogar Loot. Und da oben ist eine Treppe oder... eine Treppe, was heißt? Eine Treppe. Da oben ist... ein weiterer Weg. Hier muss irgendwas sein. Denn warum sollte man sonst hier hin? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man hier nur hingekommen ist, um dieses komische Ding zu töten. Das ergibt einfach keinen Sinn. Da kann man auch nicht drauf springen. Das ergibt keinen Sinn. Oder man kommt erst tatsächlich, man kommt hier nachher von hier oben hin. Und man soll gar nicht so dadurch gehen, sondern so. Dann wiederum ist die Frage, wie sollen wir hier weiterkommen? Runterfallen kann hier nicht die Lösung sein. Das ist doch viel zu hoch. Da sterbe ich doch. Auch wenn hier Wasser ist, das kann ich unmöglich überleben. Nee, natürlich nicht. Hier könnte natürlich irgendwo eine Nebelwand sein, also eine Illusionswand, die dann weiter nach unten führt. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache, wir übersehen irgendwas. Und mit wir meine ich mich. Da unten kommen wir so nicht hin. Hier ist nichts. Hier kann man auch nicht runterfallen.
Zumindest nicht ohne eine massive Katastrophe auszulösen, die mit unserem Ableben endet. Was ist mit dieser Wand hier? Die sieht super verdächtig aus, aber da ist nichts. Was mit diesen Gestalten? Nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Nicht die geringste Ahnung, wie man dieses Gebiet weiter machen kann. Wir haben den Drachenblutsoldat besiegt. Hier führt halt auch ein Weg lang, ne? Von hier. Wir haben ja doch dieses komische vergiftete Gebiet gesehen. Vielleicht muss man da rein und dann von da aus hier rein. Das wäre denkbar, dass das so ist. Probieren wir das auch nochmal. Aber ich werde jetzt hier nicht mehr groß und lang rumprobieren. Das frisst zu viel unserer wertvollen Zeit. So many of you. Die. Die when I kill you. Die kann ich ja auch nicht weitermachen, weil man hier auch nirgendwo hinkommt. Ach, Mann, ey. Ich will hier echt gerne weiterkommen, aber ich kann's halt nicht, weil mich das Spiel in eine Sackgasse bringt. Weiß ich leider nicht. Weiß ich leider einfach nicht. Hier weiß ich auch nicht. Ich werde ihr jetzt sagen, dass diese Dinge Augen sind, weil ich das Gefühl habe, dass die Questline sonst nicht weiter fortgeführt werden kann. Und das wollen wir ja schon. Auch wenn sie ein Monster wird. Hi. I wonder, delectably tender and sweet, what a sight they must be. Das sind menschliche Augen. No. That's not possible. Nein. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. Das sah für einen kurzen Moment so aus, als würde sie sich gleich übergeben. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. I apologize. I'll be fine. Okay. I apologize. I'll be fine. Okay. Die Reaktion ist, denke ich mal, sehr verständlich. Insofern kann man ihr nicht übel nehmen. Beim nächsten Mal wird sie wahrscheinlich einfach weg sein. Na, sie scheint da immer noch zu stehen. Zumindest aktuell. So, Hütte des Künstlers. Wie geht es hier jetzt nun weiter? Wir müssten hier drüben eigentlich einen Übergang finden. Hier.
Der führt hier wieder rüber. Und dann haben wir da drüben eine kleine Lagerstätte. So. Was sind da für komische rote Gelees? Pyromantiker-Gelees oder was? Das Schnecken? Das könnten auch Schnecken sein. Es sind Schnecken. Okay, und sie sind extrem schwach. Die sind auf jeden Fall keine Herausforderung. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass da was Starkes auf uns zukommen könnte, aber ich lag falsch. Aber wir bekommen schwelende Schmetterlinge. Die sind ja jetzt auch nicht unbedingt Dornbusch der Sünde. Das klingt wie eine abgefahrene Schamhaarfrisur von so einer Domina. Oder nicht? Schnell mal das Lager geklärt, bevor der Affe zurückkommt. Flamme, heile mich. Ich glaube, sonst ist hier kein Loot. Ah, da. Schwelender Schmetterling. Da ist noch einer. Okay. So, dann führt jetzt hier ein Weg lang. Und hier oben. Ah, guck mal, da ist schon wieder so ein Panzer. Hier waren wir ja auch schon mal. Ist schon eine Weile her, aber hier haben wir ja die Kirche der Gelübde. Ich weiß nicht, wie stark deren Angriff ist. Geht doch, diese scheiß Panzer, ey. Was haben wir hier? Feuerblüte. Und diese komischen Mönche, die reiten hier nach oben. Vor allen Dingen, die reiten hier nach oben. Vier Stück sind es.
Da ist der niedere Erdenbaum. Hier haben wir jede Menge Soldaten. Und hier vorne ist wieder diese Kirche der Gelübde. Das war die, ne? Ja. Haben wir uns dieses Schwert eigentlich schon angeguckt? Da stehen ja immer so ein paar Lore-Schnipsel drauf. Die ich durchaus interessant finde. Der zweite Krieg von Leonia. Kein Sieg für den Goldenen oder für den Mond. Kein Preis, nur Buß und die Gebot eines Schwurs. Ja, hier waren wir ja wie gesagt schon mal. Hier haben wir diesen Kantor getroffen, diese Riesenschildkröte. Das komplette Gebiet ist ansonsten wohl relativ leer. Alle nacheinander. Grabpfeilchen. Was hören wir da? Oh, yo. Da sind ja noch zwei von den Teilen. What the fuck, ey? Oh, hier sind Statuen runtergeflogen. Da unten. Ich weiß nicht, wer die sind, aber die haben sehr große Pfeile, wie wir sehen können. Jetzt haben wir so eine Signalfahne, die wir hinter uns herziehen. Toll. Fällt bestimmt gar nicht auf. Also die haben sehr große Pfeile und die machen sehr viel Schaden auch. Das ist ja gar nicht gut. Okay, und da drüben sind einfach zwei weitere von diesen Mausoleen. Diese wandernden Mausoleen. Da müssen wir dann sehr, sehr gut aufpassen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so einfach, dahin zu kommen irgendwie. Da, die sind das. Was sind das für welche? Ah, krass. Okay, das sind die Ahnenjünger. Das sind einfach die Ahnenjünger von Siofra. Nur halt in ihrer körperlichen Form. Das ist sehr interessant, dass die das sind. Aber passt ja auch. Wir haben genau solche Gegnertypen ja gehabt in Siofra. Mit den Pfeilen. Palastruinen von Ult. Die haben wir doch auch unter uns, ne? In Einsel waren es doch auch Ult-Ruinen, oder? Alter. Ich muss jetzt also erstmal herausfinden, wo ich überhaupt lang gehen kann oder was, bevor... Was ist da unten?
Okay, hier ist nichts. Okay, hier ist einfach nichts. Was ich übrigens auch sehr interessant finde, ist, dass wir gar keine Glocken hören. Normalerweise, wenn die sich bewegt haben, läutete die riesige Glocke. Das war jetzt auch nicht zu hören. Das ist ganz merkwürdig. Na nun, beschwer dich doch nicht. Wir geben doch schon alles. Tja. Oh nein. Ich hasse diese Bären einfach. Ich finde die übertrieben stark. Viel zu stark. Die haben sie nicht gut gebalanced, tatsächlich. Mag auch sein, dass man die wahrscheinlich irgendwie auf irgendeine Weise gut bekämpfen kann oder klug bekämpfen kann. Ich kann es nicht. Muss ich halt ganz offen zugeben. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum da in der Nähe jetzt kein Ort der Gnade war. Normalerweise sind die ja generöser verteilt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Was zusätzlich verwirrt. Scheiß Runenbären, ey. Ich habe auch keinen Bock, die zu cheesen. Also irgendwie mich irgendwo hinzustellen, wo sie nicht raufkommen und dann die Magie sprechen zu lassen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, genau, aus 5 Kilometern Entfernung. Und sonst nichts ist. Doch gar nicht so schwer. Wahrscheinlich war ich einfach nur unkonzentriert eben. So leicht geht es dann doch plötzlich. Man muss da halt wirklich sehr auf die Angriffsmuster achten. Klar, das muss man irgendwie bei jedem Elden Ring Gegner, das weiß ich auch, aber
Wenn man dann nebenbei immer noch kommentiert und was dazu sagt, dann ist es durchaus so eine gewisse Sache, die einen ein bisschen distracted. Das habe ich schon jetzt in einigen Situationen irgendwie miterlebt, so. Zumal wenn man dann selbst nochmal eine Stelle nachspielt oder sowas, dann läuft es auf einmal. Klar, das ist dann irgendwie der Preis, den man zahlt. Aber gut, ich muss ja jetzt auch nicht irgendeinem Highscore oder sowas hinterherjagen. Das wäre ja was anderes, wenn ich hier jetzt tatsächlich irgendwie mein Gesicht verlieren könnte. Aber ich bin ja kein Pro-Gamer. Deswegen kann mir das an sich egal sein. Kopf der großen Libelle.